Hallo Männer, in gut 2 Wochen ist es soweit. Wir starten in unsere Männerkonferenz 2023 hier im Glaubenszentrum unter dem Thema Feuer und Regen. Wisst ihr, es brauchte in der Geschichte des Volkes Israel immer wieder das Feuer, wo Gott Dinge wegnehmen musste, verbrennen musste, sein Volk in die Umkehr führen musste, damit er den Segen, den Regen, den das Volk so dringend nötig hatte, senden konnte. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es sehr ähnlich aussieht. Ich glaube, viele Dinge haben sich in unserem Leben, in unseren Gemeinden etabliert, die möchte Gott prüfen, die möchte Gott einfach mal durchleuchten und möchte manches davon ins Feuer geben. Und das kann super so sein, dass Gott mit seinem Feuer kommt oder dass wir selbst anfangen aufzuräumen, unsere Leben zu überdenken und ganz neu in die Ordnung Gottes zu bringen. Und dann wird Gott seinen Regen, seinen Segen, erweckliche Zeiten bringen in unser Land, auch in unsere persönlichen Leben hinein. Und das werden wir erleben während dieser Männerkonferenz. Und darum freuen wir uns auf jeden, der kommt. Lade Leute, Männer noch ein in deinem Umfeld, kommt als Männergruppen, noch ist Zeit, sich anzumelden. Wir freuen uns auf euch und wir werden eine starke Zeit in der Gegenwart Gottes erleben. Bis dahin.